hallo, privet, YouTube. Ich vlogge heute, warum? Weil ich einfach Bock habe. Scheiße, ist die Kamera schwer. Ich merke gerade, das Ding ist echt schwer, wenn man das so hält. Und ich versuche jetzt ein bisschen weniger zu wackeln. Ja, vielleicht könnt ihr mich so ein bisschen mehr kennenlernen. Ich habe ja auf diesem Kanal eigentlich nie gevloggt, glaube ich. Also vielleicht gab es mal einen kurzen Vlog oder so, wo ich irgendwas erzählt habe. Keine Ahnung. Ja, meine Kinder sind schon im Kindergarten, Schule und so weiter. Also ich habe 3 Kinder, wer das noch nicht weiß. 3 kleine Kinder, 2 im Kindergarten, 1 in der Schule. Und ich bin daheim heute fleißig, weil mein Sohn hatte Geburtstag und ich bereite so ein paar Sachen vor. Ich habe schon Olivier-Salate gemacht. Ja, wieso spreche ich nicht so? Weil ich bin Ruski. Ja, ich bin heute gelaunt, gell? Das kommt davon, wenn man so anfängt, so alte Bauernrussenmusik zu hören. Hier sehen Sie meine Küche und hier habe ich meine, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Gemüsekotze, ist aber wirklich so ein geiler Salat. Das kann man eigentlich gar nicht Salat nennen, da ist, keine Ahnung, ich finde, das ist ein ganzes Gericht, da sind Kartoffeln, da ist Fleischwurst drinnen, Gurken, Eier, alles mögliche. Und wenn ihr euch mal vorstellt, da ist fast eine ganze Tube Mayo drin, also ich will nicht wissen, wie viel Kalorien so ein Ding hat. Aber ich, Spargel, kann es mir auf jeden Fall leisten. Das muss man machen können. Also wenn man das nicht kann, dann ist man kein Russe. Und wenn du das kannst, dann ist Mama stolz auf dich. Dann habe ich schon so Fleisch mariniert. Das wickele ich dann in so Speck ein. Das kommt später in den Backofen. Und ich mache so Flammkuchen-Schneckendinger. Also nicht alles werden hier russische Gerichte. Bei mir ist alles so Mischmasch. Yo, was kann ich euch noch zeigen, außer meine hässlichen Fingernägel, die ich noch machen muss? Es tut mir jetzt schon sowas von mega leid für diesen schrecklichen Vlog. Meine Katzi ist hier. Meine Katzi muss noch Medizin bekommen, gell, Joey? Kuckuck. Aber Kisa, wie geht's dir, meine Süße? Wie geht's dir, meine Süße? Meine Kleine. Unsere süße Maus, die ist wahrscheinlich auf das Katzenfutter allergisch. Also wir sind jetzt umgestiegen auf anderes. Die kriegt gerade so Antiallergikum und sie hat die Halskrause, weil die sich da immer wieder kratzt. Und die hatte sich schon blutig gekratzt gehabt, deswegen. Wo ist deine Freundin? Hm? Wo ist deine Freundin? Wo ist Nami? Wir haben noch eine Katze, also wir haben 2 Katzen. Ja, jetzt sehe ich natürlich, dass meine Kamera gleich leer ist, Akkus gleich leer ist. Ja, mal wieder super geil. Immer wenn man vloggen will oder irgendwas filmen will, da geht die Kamera leer. Ach, da bist du, Nami. Hey, schnüffelst du hier rum? Schnüffelst du hier rum? Ja, diese Kisten muss ich noch alle aufräumen. Das hat Timo alles zum Geburtstag. Nee, das hatte der, glaube ich, zum Weihnachten oder so. Aber ey, ihr wollt nicht wissen, was für so eine Lego-Kiste kostet, ey. Ja, also da haben unsere Kinder Glück mit Oma und Opa und was die nicht alles kriegen. Das hat er von uns gekriegt, das muss ich alles wegtun. Wenn ich mich mal erinnere, was ich gekriegt habe zum Geburtstag, ey, ein Kuschelpullover und MP3-Player mit 128 MB. Das war's. Wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht, das sind schon ein paar Tage jetzt vergangen. Fokussiert er gerade den Löffel? Nee, keine Ahnung. Ich frühstücke gerade, wir haben früh am Morgen und ich lese gerade Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Ich habe ja schon den ersten Teil gelesen und das Buch ist einfach der Hammer. Also ich habe den ersten Teil, glaube ich, innerhalb 2 Abenden durchgehabt und ich hatte noch nie ein Buch so schnell durch. Ich hätte es am Stück eigentlich durchlesen können. Ich habe nur zu spät am Abend angefangen gehabt. Und jetzt habe ich den zweiten Teil und ich finde das total toll. Das ist so ein Buch, das so über den, ja, über den Sinn des Lebens, kann man sagen. So ein paar kleine Geschichten werden da aufgegriffen, die total schön sind. Das inspiriert einen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen für die wesentlichen Dinge. Das ist heute mein mega ungesundes Frühstück heute. Wir haben in letzter Zeit echt viele Geburtstage und deswegen haben wir mal so, ja, noch etwas übrig und esse ich das gern. Da schaue ich hin und wieder auch mal ein bisschen YouTube früh am Morgen, während ich meinen Kaffee trinke. Ich schaue gerade Offen und Ehrlich total gerne. Das ist ein total lustiger Kanal. I hate this part. Also, ich habe gestern Abend nicht geschafft, mein Geschirr wegzuräumen. Und das kommt öfters mal vor, denn irgendwann, wenn du intensiv den Tag mit deinen Kindern verbringst, mit deinen 3 Kindern, dann hast du am Abend keinen Bock mehr, das Geschirr aufzuräumen und dann legst du dich faul aufs Sofa und schaust dir lieber eine Folge Good Girls an, zum Beispiel. Ja, deswegen muss ich das jetzt machen.
So, ich bin fertig mit meiner schrecklichen Küche. Jetzt habe ich mich hier hingesetzt an meinen Schminktisch und ich bin total überbelichtet. Naja, ich habe es jetzt woanders auch probiert, da war es jetzt zu dunkel. Hier ist es irgendwie etwas zu hell. Ich sehe etwas blass aus, aber wir müssen uns damit zufrieden geben. Das wird jetzt so ein bisschen like Style and Talk. Ich mache mich ein bisschen frisch. Habe ich das schon gesagt, gell? Dass mein Papa heute Geburtstag hat, dass ich auf den Geburtstag gehe? Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass ich alles gefühlt vergesse, was ich gerade erst vor einer Minute gesagt habe. So, ich habe mir heute schon so ein bisschen Foundation stellenweise aufgetragen, ein bisschen Rötungen abzudecken. Jetzt benutze ich nur einen Concealer. Ich werde jetzt keine Produkte direkt in die Kamera halten. Wenn euch interessiert, was ich verwende, dann schaut in die Infobox. Ich tue es einfach in die Infobox reinschreiben. Weil ich habe ja gesagt gehabt, ich will nicht mehr extrem irgendwie so Werbung machen für irgendwelche Dinge oder euch anstacheln, irgendetwas zu kaufen. Ich sehe einfach so extrem bleich aus. Mein Pulli hat die gleiche Farbe wie mein Gesicht gefühlt in der Kamera, aber in echt ist das wirklich nicht so. Aber wir bringen jetzt ein bisschen Kontur auf die Stirn. Also ich konturiere immer so ein bisschen nur meine Stirn. Das sieht super aus, gell? Ich konturiere hier irgendwo nicht oder so. Ich habe auch so schon so ein schmales Gesicht. Also da ist so abgemagert, da gibt es nichts zu konturieren. Nur meine Stirn immer so ein wenig. Jetzt tue ich das einfach nur verblenden hier. Ich war gestern beim Zahnarzt. Zahnarzt war früher die größte Angst meines Lebens. Ich sag's euch, ich hatte so panische Angst vom Zahnarzt. Und jetzt mittlerweile gehe ich recht, ja, nicht gerne, wer geht schon gern zum Zahnarzt. Aber ich gehe jetzt total locker hin, mache mir meine Termine und habe da volles Vertrauen in meine Zahnärztin. Ich habe so eine tolle Zahnärztin gefunden. Das ist so eine Zahnklinik, wo ich jetzt hingehe. Davor hatte ich echt einfach einen psychischen Schaden vom Zahnarzt. Also das war so in meiner Kindheit oder beziehungsweise in der Jugend. Da hatte ich unten ein Loch und das wurde so. Also ich war einfach bei einem scheiß Zahnarzt. Der hat mir so einen psychischen Schaden verpasst, dass ich, keine Ahnung, das hat sich irgendwie so in meinem Kopf verankert, dass ich so eine große Angst hatte. Als das erledigt war, bin ich danach nicht mehr zum Zahnarzt gegangen. Und danach habe ich, dann kamen meine Kinder, meine Tochter auf die Welt. Die habe ich ja alle so nacheinander gekriegt. Also meine Älteste wird ja jetzt 7 Jahre alt und ich war wirklich fast 7 Jahre nicht beim Zahnarzt, weil ich so eine psychische Angst hatte. Ich wusste aber, dass ich zum Zahnarzt irgendwann gehen muss. Ja, weil ich dann gemerkt habe, da ist was am Zahn nicht so gut, da ist was nicht so gut und so. Und ich muss trotzdem irgendwann zum Zahnarzt gehen, wollte ich aber nicht. Ich habe mir immer so gedacht, ich sterbe lieber, als zum Zahnarzt zu gehen. Also es war bei mir echt extrem, extrem schlimm. Und jetzt denke ich mir so, das war so fest in meiner Psyche. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, zum Zahnarzt zu gehen. Ich hatte einfach so eine extreme panische Angst. Das kann sich keiner vorstellen. Wobei doch, es gibt viele Menschen, die Angst vor dem Zahnarzt haben, das weiß ich. Und man denkt sich immer, keiner hat eine Ahnung, was für eine Angst ich habe und keiner versteht es. Und keine Ahnung, man schämt sich auch irgendwie dafür. Aber es gibt so viele Menschen, die, glaube ich, Angst haben vom Zahnarzt. Ich bin jetzt total erleichtert und bin total froh, dass ich diese Angst überwunden habe. Also ich denke, jeder Mensch hat vor irgendetwas Angst. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal eine Freundin, die hatte total panische Angst vor Spinnen. Okay, es gibt viele, glaube ich, die so total übertreiben, so Tussis, die wirklich übertreiben, was so Spinnchen angeht und so. Aber sie hatte wirklich eine panische Angst. Und irgendein Junge hat ihr mal auf die Schulter dann eine Spinne hingelegt. Sie hat so panisch geschrien und sie hat gezittert, sie hat angefangen zu weinen und alles. Und ich hatte schon längst die Spinne weggetan, habe sie beruhigt und obwohl das Viech schon längst weg war und so, war sie total panisch aufgebracht und hat schon fast hyperventiliert und ich musste sie so beruhigen. Und ich habe mir damals nur gedacht, wie kann man Angst vor so einer kleinen Spinne haben? Also übertreibt doch voll oder ich konnte das nicht nachvollziehen. Aber jeder hat halt so seine eigenen Ängste und es ist halt für die Person so schlimm, in dieser Situation zu sein. Das kann irgendwie keiner richtig nachvollziehen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, vor was ihr Angst habt. Also es gibt ja wirklich total verschiedene Ängsten und Phobien. Aber meistens ist das wirklich nur so extrem in der Psyche verankert und in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm, aber man tut es sich selber so schlimm einprägen und sich so schlimm einreden. Ich konzentriere mich gerade voll auf meine Augenbrauen. Ich finde das gar nicht so einfach, so ein Style and Talk. Also ich weiß, dass einige so YouTube-Beauty-Gurus solche Style and Talk-Videos machen.
Aber ich finde es gar nicht so leicht, weil ich muss da die ganze Zeit in den Spiegel schauen und sonst bin ich ja immer so nah an dem Spiegel, wenn ich mich schminke. Also wirklich. Was ist los, Kamera? Kannst du nicht mal scharf stellen? Hallo? Also ich bin, was Augenbrauen und so angeht, echt nicht mega gut. Ich habe immer so ein paar Balken im Gesicht. Allgemein im Schminken, ich bin jetzt überhaupt gar kein Profi. Also ich mache das immer so, wie ich es ungefähr hinkriege. Ich halte mich auch nicht an irgendwelche Regeln, was ich sowieso voll der Schwachsinn finde. Mit dem Concealer, die ganzen Beauty-Gurus, die sich so einen Balken Concealer in die Fresse klatschen. Also das kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, also Concealer setzt sich bei mir irgendwie überall ab und es sieht so unecht und unschön aus. Jetzt machen wir nur ein bisschen rosa Bäckchen, das mag ich ganz gern. Da finde ich, sieht man viel lebendiger gleich aus, wenn man so ein bisschen backen. So, jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig. Ich mache mir eigentlich nur noch Wimperntusche drauf und dann war es das, glaube ich, für heute. Ja, wenn ich sie noch finden würde. Ist echt extrem schlimm bei mir. Ich bin so ein Schussel. Ich habe vorhin zum Beispiel meine Haarbürste ungefähr 20 Minuten lang gesucht, weil ich sie irgendwo abgelegt habe. Ich mache irgendwie immer so 100 Sachen auf einmal und dann lege ich irgendwo so unbewusst irgendwas ab und dann suche ich es später eine Ewigkeit, bis ich das dann gefunden habe. Jetzt brauche ich meinen Spiegel hier, weil ich kann nur so meine Wimpern machen. Ich mache sie nämlich immer so von unten nach oben. Seht ihr mich überhaupt noch? Nicht, dass ich so mit dem halben Kopf aus dem Bild bin oder so. Yo, ich bin fertig. Das ist, glaube ich, so mein Standard-Alltagslook. Also nichts Großartiges. Das war es auch, glaube ich, schon so mit dem Video. Verzeiht mir bitte, wenn das Video so ein bisschen chaotisch war und so. Ich muss jetzt wieder so ein bisschen in diesen Videodreh reinkommen. Ich wette drauf, ich habe irgendein Wort wahrscheinlich 100-mal wiederholt oder so. Werde ich dann im Schnitt merken. Das ist total oft so, dass man dann beim Videoschnitt irgendeine Macke merkt, die man in diesem Video total oft gemacht hat oder den Satz irgendwie mit demselben Wort immer wiederholt hat oder beziehungsweise angefangen hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt auch für irgendwelche Videothemen, könnt ihr es mir auch gerne reinschreiben. Ich gucke, dass ich da jetzt wieder langsam so reinkomme. Ja, und das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.